Wenn man den Anfang der Berichte über Jesus liest, dann spürt man förmlich, wie damals die Menschen gestaunt haben. Wie kann jemand, der nur 2 bis 3 Jahre aufgetreten ist, der aus einem winzig kleinen Ort stammt, den eigentlich niemand kennt, vielleicht 200, 300 Einwohner, von dem wir nichts Schriftliches haben, wie kann so jemand solch eine unglaubliche Wirkung auf die Menschen haben? Nach Jesus wird die Zeit gezählt. Von ihm erzählen Millionen von Büchern, Gebäude. Solch eine Wirkung hat nie ein Mensch sonst auf der Erde gehabt und wird es vermutlich auch nicht. Das hat damit zu tun, dass Jesus 2 ganz wichtige, für die Menschen damals neue, herausragende Aussagen gemacht hat. Das eine ist, wie ihr als Sohn zu Gott seinen Vater Gott angeredet hat. Dazu muss man wissen, Vater bedeutete damals etwas anderes, als es zumindest hier in Europa heutzutage bedeutet. Jesus lebt im sogenannten Patriarchat. Dies bedeutet, dass in der gesamten Gesellschaft die Männer dominant waren. Das war es seit vielen, vielen Jahrtausenden. Bis ins 20. Jahrhundert wusste jedes Kind, was Patriarchat bedeutet. Auch Jesus war davon erst einmal wohl geprägt. Die ganze Gesellschaftsordnung und auch die Religionen waren durch dieses Patriarchat geprägt. Patriarchat bedeutete, der Hausvater war die wichtigste Person überhaupt. In vielen Häusern lebten 3 Generationen zusammen. Oft waren das mehr als 30 Personen. Der Hausvater, seine näheren Angehörigen, Schwestern, Tanten, Eltern und Sklaven. Aber der Hausvater, der Vater, hatte die Macht. So konnte er etwa dafür sorgen, dass eigene Kinder nach der Geburt getötet wurden. Man legte dieses neugeborene Kind seinem Vater nackt vor die Füße und wenn er lächelte, so durfte es weiterleben. Wendete er sich allerdings ab, vielleicht weil es behindert war, dann musste es sterben. Darum heißt es heute noch im Segen am Ende eines Gottesdienstes: Lass dein Angesicht leuchten über uns, so wie dieser Hausvater, du darfst leben. Und dieses Modell dieses Hausvaters, der die Macht hat, hat auch die Religion damals übernommen, über viele Jahrtausende. Etwa in Ägypten war Gott der oberste Vater, der Erzeuger, genauso auch in Babylon oder bei den Sumerern. Erstaunlich ist nun, dass in der jüdischen Bibel, dem Alten Testament, Gott fast nie als Vater genannt wird. Über 6000 Mal wird Gott Jahwe genannt. Das war sein Name, so wie mein Name Dieter Wendorf ist. Doch Gott wurde fast nie in der jüdischen Bibel Vater genannt. Nicht einmal am Anfang der Schöpfungserzählung, als erzählt wird, dass Gott alles macht. Warum ist das so? Für die Juden war Jahwe der sein Volk aus Ägypten geholt hat.
nicht der, der Menschen unterdrückt. Für die Ägypter war Gott Herrscher, Vater. Für das jüdische Volk war Gott Befreier. Ein Befreier hat nichts Unterdrückendes, nichts Herrschendes. Er will dir ja gerade Gutes. In anderen Religionen war Gott den Menschen als Herrscher überlegen. Dagegen für die jüdische Religion war schon immer Gott jemand, der Lust hat, sein Volk zu befreien, sich ihm zuzuwenden. Das war überhaupt die wichtigste Eigenschaft Gottes, das, was ihn ausmacht. Gott möchte sich dir, mir zuwenden. Nun, diesen kurzen Anlauf habe ich gebraucht, um nun zu erzählen, warum gerade die Anrede Jesu als Gott, als Vater so wichtig war oder ist. Denn nun tritt Jesus auf, Jude, und er nennt ungefähr 170 Mal Gott Vater. Für ihn ist das Vatersein Gottes die Eigenschaft. In allen Gebeten, die Jesus spricht, spielt Gott als Vater eine ganz große Rolle. Wichtig ist allerdings nun, wie Jesus Gott als Vater anspricht. Denn ganz neu, ungewöhnlich. Jesus nennt Gott Abba. Abba, das war damals so ein fast väterlich zärtliches wie Papa, Väterchen, mein geliebter Vater. Die ersten Worte eines kleinen Kindes waren Abba, wie heute Papa oder Mama. Das war damals revolutionär. Von diesem Vater geht keine Gewalt aus. Vor dem muss man keine Angst haben. Der ist kein Herrscher wie der Hausherr, sondern jemand, der Geborgenheit ausstrahlt. Dies muss Jesus wohl ganz entscheidend, vielleicht sogar in seinem eigenen Haushalt, bei seinem Vater erfahren haben. Gott ist mein geliebter Vater. Und genau das hat Jesus dann in seiner Begegnung mit Menschen, die Menschen spüren lassen. Etwa, wenn jemand ihm so leid tat, hat er mit ihm geweint. Oder wenn jemand krank war, hat er ihn oder sie geheilt. Die Menschen haben bei der Begegnung mit Jesus gespürt, Gott hat Lust, sich uns zuzuwenden. Das spüren wir an Jesus. Durch seine Heilungen, durch seine Erzählungen, so etwa auch durch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich lese sie einmal. Sie steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Eine wunderschöne Geschichte. Und Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als nun all das seine verbraucht war, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu hungern.
und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich darbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit ferne war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, als dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell hier das beste Gewand, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seinen Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Eine Geschichte voller Gefühle. Für mich hat diese Gefühle sehr eindrücklich der Maler Rembrandt gemalt. Das möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen. Das Licht fällt auf die Hände des Vaters und bescheint von dort den Rücken des Sohnes. Es sind die tastenden Hände eines Mannes, der vermutlich Verlust durchlitten hat und sich nach dem Verlorenen sehnt. Für mich sprechen diese Hände aus: Du bist mein geliebtes Kind. Für mich lohnen sich diese Hände noch einen genaueren Hinblick. Dann entdeckt man eine weibliche, weiche rechte Hand und eine männlich kraftvolle linke Hand des Vaters. Das heißt, neben die Hand, die stützt und Halt schenkt, tritt die Hand, die zärtlich, streichelnd Liebe schenkt. Ich finde das faszinierend, wie Rembrandt diese beiden Seiten Gottes hier in diesem Gemälde ausgedrückt hat. Vielleicht indem er sagen wollte: So ist Gott. Manchmal ist er hart zu dir und dann hält er dich wieder in deiner Schwachheit und berührt dich mit seiner Zärtlichkeit. Für die Menschen zur Zeit Jesu muss dies unglaublich berührend gewesen sein, dieser Gott, der Lust hat, sich mir zuzuwenden, wie ein zärtlicher Vater. Dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, vor dem ich eigentlich ein ganz kleines Staubkörnchen bin, hat Lust, sich mir zuzuwenden und ist wie ein zärtlicher Vater. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Dieser Gott, der mich geschaffen hat, sehnt sich danach, dass ich glücklich bin und dass ich auf diese Lust, sich mir zuzuwenden, antworte. Dass mir das nicht gleichgültig ist, sondern dass ich ihn wie Jesus anrede: Papa, ja, da bin ich. Stellen Sie sich mal so ein kleines Kind vor, das antwortet seinem Vater doch auch: Papa, und sagt nicht: Ist mir egal, wenn der Papa sich ihm zuwendet.
Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum damals Jesus so eine ungeheure Wirkung auf die Menschen gehabt hat. Und das über Jahrtausende bis heute, weil das zu Herzen gehend ist. Das heißt, eigentlich lädt mich Jesus ein, mach es genauso wie ich. Sprich Gott an, ganz zärtlich, Vater unser. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann fangen Sie doch heute damit an. Gott segne Sie, bleiben Sie gesund.